Ein Traum, dieser Bergsommer in Tirol. Ich habe wirklich erholt geschlafen heute. Und das liegt am besonderen Mikroklima in den Alpentälern. Wenn man sich die Alpentäler mal genau anschaut, wir haben sie mal aufgezeichnet, dann haben die eine V-Form. Man sieht es auch im Hintergrund beim Inntal ganz schön. Und in diesen V-Tälern hat man relativ wenig Luftplatz. Und dieses Luftvolumen kühlt da relativ rasch aus, da verschwindet die Wärme hinaus ins Weltall. Und dann haben wir Temperaturen in der Nacht um die 15 Grad. Und das ist genau die ideale Temperatur, um erholt zu schlafen. Jetzt unterm Tag, wenn die Sonne scheint, heizt dieses kleine Luftvolumen wieder sehr stark auf. Das wird sehr schnell warm. Dann haben wir gleich mal Temperaturen um die 30 Grad, aber ideal zum Baden. Und das ist eben genau die gute Mischung, was es in den Alpentälern gibt. In der Nacht kann man erholt schlafen, untertags ist man wieder gestärkt für neue Abenteuer. Bei diesem tollen Panorama lässt sich's gut wandern. Ich bin da jetzt auf der Walderalm unterwegs. Im Hintergrund sieht man sehr imposant das Karwendelgebirge und darüber wachsen schon wieder die Quellwolken in den Himmel. Und wir bleiben jetzt beim Thema Wolken, besser gesagt beim Regen. Und den schauen wir uns mal genau an, wie viel Regen es im Sommer eigentlich in Tirol. Und da haben wir auf unserer Tafel mal eine Klimastatistik aufgezeichnet. Das ist ganz einfach. Wir sehen da, dass es im Mai noch nicht allzu viel regnet. In Richtung Juni wird der Regen immer mehr. Der Höchststand ist dann im Juli und dann nimmt der Regen langsam wieder ab. Also kann man sagen, die drei Sommermonate auf den ersten Blick relativ feucht. Aber da muss man natürlich ins Detail gehen. Das ist nicht so ein nasser Sommer, wie man glauben würde, sondern die Luft ist im Sommer einfach sehr warm und warme Luft hat die Eigenschaft, dass sie mehr Feuchtigkeit halten kann. Und aus dieser feucht-warmen Luft entstehen natürlich umso größere Regen- und Gewitterwolken, die haben dann sehr viel Wasser drinnen. Und wenn so eine Regen- und Gewitterwolke mal die Wetterstation erwischt, dann gehen diese Daten natürlich auch in die Klimastatistik über. So ein Gewitter dauert aber maximal eine halbe Stunde bis eine Stunde, dann scheint schon wieder die Sonne. Also darf man sich nicht beirren lassen, kurze Wanderungen sind da immer möglich. Im Hintergrund sieht man jetzt schön das Inntal und die Berge darüber, da sind reichlich Wolken unterwegs momentan. Und ich möchte Ihnen heute einen Wettertipp mitgeben zum Wandern, wenn mal kein aktueller Wetterbericht zur Hand ist oder kein Handyempfang. Und zwar ganz wichtig, man muss sich die Wolken am Vormittag anschauen. Wenn die Wolken am Vormittag schon wie kleine Türmchen in die Höhe wachsen, dann ist das ein sicheres Anzeichen, am Nachmittag kommt ein Gewitter. Also an dem Tag plant man eher kurze Wanderungen, wo man wieder früh zu Hause ist. Und ein zweiter ganz wichtiger Wettertipp sind die Flugzeuge. Wenn man sich die genau anschaut, dann merkt man, dass hinten raus kommen die Kondensstreifen, das sind die Abgase. Und wenn die Kondensstreifen sich gleich wieder auflösen, dann ist die Atmosphäre in der Höhe trocken, das Wetter bleibt stabil. Bleiben die Kondensstreifen aber länger stehen und bilden sich daraus ebenfalls Wolken, wird die Atmosphäre in der Höhe feuchter und das ist ein sicheres Anzeichen dafür, es naht ein Wetterumschwung, eben keine Hochtour mehr planen. Ja, soviel zu den Wettertipps. Bei uns gibt es jetzt Eierhause auf der Hütte.